Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Goodbye Matrix. Ich bin gerade in den Philippinen unterwegs und heute möchte ich mit dir genau über dieses Land sprechen und zwar über das Thema Immobilien auf den Philippinen. Ja, wir leben hier momentan schon seit einer längeren Zeit. Wir haben uns hier eine Homebase aufgebaut und dementsprechend haben wir uns auch langfristig etwas gemietet, ein kleines Haus, eine Doppelhaushälfte. Und in diesem Video möchte ich dir halt einmal unser Haus vorstellen, unsere neue Unterkunft, dir das einmal zeigen. Am Ende des Videos werde ich dir auch verraten, was wir dafür monatlich bezahlen aktuell, was hier so die Kosten sind. Und wenn du dich auch dazu entscheiden solltest, hier auf die Philippinen zu ziehen, was du so, ja, wo es am Minimum anfängt und dann nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Aber da möchte ich halt heute mit dir ein bisschen drüber quatschen in diesem Video. Genau, als erstes zeige ich dir jetzt ein bisschen unsere Wohnung, dass du mal eine Vorstellung davon bekommst, wie das hier aussieht. Was ich dazu sagen möchte ist, dass das natürlich nicht die Standardwohnung der Filipinos ist. Wir leben hier in einer Art Luxushaus, ja, wenn man das aus philippinischer Sicht betrachtet. Die meisten Filipinos verdienen so ca. 3000 Euro im Jahr, also jetzt auf den Inseln. Und davon finanzieren die ihre ganze Familie. Also es ist nicht so, dass das pro Person 3000 Euro, teilweise ist eine ganze Familie, muss mit 3000 Euro im Jahr auskommen. Und dann können die sich natürlich nicht so etwas leisten. Also das ist ein sehr, sehr hoher Standard. Ist auch nicht standardmäßig so auf den Philippinen, dass man so ein Haus findet. Wir mussten relativ lange suchen, um das so zu finden, sowas Schönes. Und ja, sind jetzt total zufrieden. Und wie gesagt, am Ende des Videos verrate ich dir, was es kostet. Aber lass uns doch jetzt als erstes mal ein bisschen rumgehen. Ich schaue dir mal unser neues Haus. Genau, muss ich einmal meine Kamera schwenken. So, also das ist hier der Eingangsbereich. Und genau, wir gehen als erstes mal nach draußen, weil in den Philippinen ist es ganz lustig. Das ist die Dora, die arbeitet gerade an ihrem PC. Draußen haben wir nämlich eine Dirty Kitchen. Das kennt man so in Deutschland vielleicht gar nicht. So, das ist, gehen wir hier jetzt einmal nach hinten. Das ist die Dirty Kitchen, so nennen die das hier. Das ist halt einfach irgendwie, also wir könnten hier theoretisch abends sitzen und ja, was weiß ich, Lunch haben oder so, aber wir finden es hier hinten relativ ungemütlich, sind auch sehr selten hier. Also eigentlich wird es nur genutzt, um hier zum Wäschewaschen. Das ist so eine halbautomatische Waschmaschine. Auch ja, sehr kompliziert, sowas zu bedienen, wenn man aus Deutschland eine automatische Waschmaschine gewohnt ist. Und der Herd mit Backofen, den wir allerdings noch nicht zum Laufen bekommen haben, weil irgendwie mit der Gasflasche kommen wir nicht zurecht. Wir wissen irgendwie nicht, wie das genau funktioniert. Aber naja, wir haben es bis jetzt immer geschafft, im Reiskocher zu kochen. Also von daher geht es alles. Genau, also du siehst, es ist alles ziemlich dirty hier hinten und dreckig. Und ja, ist eigentlich nur unser Waschsalon. Also wir halten uns nicht häufig hier auf. Aber das gehört natürlich auch zu der Wohnung dazu. Das wollte ich dir einmal kurz zeigen. So, jetzt gehen wir wieder rein. Da ist ein bisschen ruhiger. Wir sind hier direkt an der Hauptstraße gelegen. Und da ist natürlich ein bisschen lauter. Genau, gehen wir ein bisschen nach hinten. Also das ist unser Essenstisch und ja, auch Arbeitstisch, da sitzt die Dora jetzt gerade dran, arbeitet ein bisschen. Und ja, ich bin natürlich auch häufig dort am Arbeiten. Das ist unser Kühlschrank, den wir haben. Und ja, hier ist unsere Einbauküche, ziemlich cool. Finde ich sehr, sehr schön. Also hat einen sehr hohen Standard, alles ganz neu hier. Und die meisten Sachen waren noch, also es ist alles komplett eingerichtet. Wir haben das nicht alles selber gekauft. Besteck, Geschirr, alles Mögliche war bereits dort. Und ja, was ich so ein bisschen lustig finde, ist, hier ist eine Dunstabzugshaube. Aber wie du siehst, befindet sich hier nichts. Also man könnte hier vielleicht einen Grill reinstellen, aber die Dunstabzugshaube funktioniert auch noch nicht mal. Also keine Ahnung, warum die Filipinos das so konstruiert haben. Aber naja, egal. Wir haben es noch nicht herausgefunden. Genau, unser Blender, also Smoothie-Mixer und zum Wasser warm halten, heißes Wasser und unser Reiskocher. Das ist auch ganz interessant hier, das sind unser Wasserkanister, da ist Trinkwasser drin. Auf den Philippinen bekommt man hier immer so, ich weiß gar nicht, wie viele Liter es sind, ich glaube es sind 5 Liter. Und ja, da ist halt Trinkwasser drin, Umkehrosmosewasser, dass man hier sauberes Wasser hat, welches man trinken kann. Ja, genau, also das ist die Küche, sieht soweit ganz schön aus und ja, genau, hoher Standard. Hier hinter der Küche haben wir unser erstes Bad und auch hier mit warmem Wasser, was auch nicht unbedingt standardmäßig included ist, würde ich mal so sagen, in Südostasien. Also eine sehr große Dusche, wie du siehst, man hat hier sehr viel Platz und ja, auch eine schöne Toilette, ist auch nicht unbedingt standardmäßig auf den Philippinen oder in Südostasien, wenn man sich nicht gerade in Singapur aufhält. Ja, und ein ganz normales Waschbecken mit Spiegel, also sagt nichts Besonderes, jetzt aus deutscher Sicht gesehen, aber auf den Philippinen, für die philippinische Standards, ist es sehr hoch.
Ja, dann haben wir hier hinten unsere kleine Ecke, in der wir chillen können. Und ja, so eine Art Couch, ne? Sind wir halt einfach abends, sitze ich häufig mal mit meinem PC und surf da ein bisschen oder wie auch immer. Genau, einfach so zum Entspannen. Das da vorne ist der Eingangsbereich. Und da haben wir einen Fernseher, allerdings benutzen wir den Fernseher nicht, da muss man irgendwie die Karte aufladen und ja, wir verstehen das irgendwie nicht, wie das funktioniert und letztendlich gucken wir eh keinen Fernseher, also von daher ist es egal. Und ja, was ich so cool finde hier sind auch die Beleuchtungsmöglichkeiten. Wie du siehst, warte mal, ich mache nochmal, hier ist nochmal ein zweites Licht, so. Das ist alles mit indirekter Beleuchtung, also ziemlich nobel, ziemlich cool, wie ich finde. Ja, gehen wir uns noch einmal kurz nach draußen, da wird es vielleicht ein bisschen lauter, weil da direkt die Hauptstraße ist, aber dass du nochmal kurz den Eingangsbereich siehst, wie das dort aussieht. So, also das ist unser Eingangsbereich und hier ist auch noch eine kleine Terrasse, da können wir uns abends hinsetzen, wenn wir wollen. Ein paar Pflänzchen und unser Moped, mit dem wir hier mal durch die Gegend düsen. Genau, also nichts Besonderes hier draußen, aber wir haben so gesehen zwei Terrassen. So, gehen wir da rein. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Teil oben an. Zwar geht es hier nochmal hoch, wie du siehst. Zack, eine Treppe. Und da oben sind dann unser Schlafzimmer, beziehungsweise zwei Schlafzimmer, nochmal eine extra Toilette. Als erstes haben wir hier halt ein Fenster, können wir schon rausgucken. Und hier haben wir nochmal einen kleinen Balkon. Also auch hier könnten wir uns abends hinsetzen oder morgens zum Frühstück. Und haben halt hier den Ausblick. Genau. Also es ist ganz schön, ganz gemütlich. Da vorne ist der Eingangsbereich. Ja, wie gesagt, hier ist relativ laut. Ich gehe wieder rein. So. Gut, schauen wir uns jetzt als nächstes das obere Bad an. Also hier haben wir halt auch noch ein Bad. Auch wieder die schöne Toilette. Hoher Standard hier für Südostasien. Auch wieder Warmwasserdusche. Finde ich sehr schön, alles ganz neu, auch sehr, sehr geräumig, sehr groß, wie du siehst. Ja, ne, also sehr toll. Und auch hier wieder ganz normal Spiegel mit Waschbecken. Und auch hier wieder indirekte Beleuchtung überall. Ja, also ist ein sehr, sehr hoher Standard, finde ich sehr cool. So, jetzt schauen wir noch unser Schlafzimmer an. Genau, das ist unser Schlafzimmer. Auch hier wieder alles mit indirekter Beleuchtung, auch natürlich Aircondition, dass man hier abends, ist ziemlich warm auf den Philippinen und dass man hier einfach ja, in Ruhe schlafen kann. Ne? Ja, was haben wir hier sonst noch? Kleiderschrank. Genau, also das ist unser Schlafzimmer und hier jetzt noch, genau gesehen, unser Kinderzimmer. Allerdings haben wir natürlich gar keine Kinder. So ein Hochbett, auch wieder eine Aircondition und ein kleines Bettchen, Bügeleisen, Bügelbrett. Ja, aber das Zimmer steht halt leer, benutzen wir nicht, deswegen. Aber genau, das ist so unsere Wohnung hier. Und ja, wie ich finde, ist ein ziemlich schöner Standard so für die Philippinen. Wenn man sich das in Deutschland mieten würde, so ein Haus, was zahlt man da? Ich weiß nicht, 1500 Euro vielleicht in der Innenstadt oder wo auch immer. Und hier auf den Philippinen ist es relativ günstig. So, ich setze mich mal kurz hin, dass ich mit dir quatschen kann. So, jetzt hast du mal unsere Wohnung gesehen. Wir sind sehr zufrieden hier, langfristig gemietet. Und was zahlen wir dafür? 25.000 Pesos im Monat. Kaltmiete, das sind so ca. 400 Euro. Und dann kommt natürlich noch on top Stromkosten obendrauf und Wasser, Internet, was wir halt noch so verbrauchen. Kann man vielleicht nochmal so 100 Euro rechnen, alles zusammen. Ist relativ teuer hier, die Stromkosten. Gerade wegen den Air Conditions, also wegen den Klimaanlagen. Die fressen relativ viel Strom. Und dementsprechend haben wir da so ca. 100 Euro im Monat Stromkosten. Also roundabout sind wir bei dem ganzen Haus vielleicht bei 500 Euro im Monat. Und damit ist das dann aber auch bezahlt. Dann kommt natürlich noch unser Roller on top, den wir so für 90 Euro ca. gemietet haben. Für einen Monat. Und Sprit vielleicht 10, 20 Euro, keine Ahnung. Also das ist so an Fixkosten im Monat hier mit Haus und Roller 600 Euro sein, circa, die wir ausgeben. Und ja, damit haben wir hier so ein wunderschönes Haus. Ja, nicht alles ist natürlich perfekt. Auf den Philippinen ist zum Beispiel so ein bisschen problematisch mit dem Internet. Das heißt, wir müssen hier andauernd mit unserem eigenen Handy hantieren und müssen Hotspot machen. Wir kaufen dafür mal zum Beispiel zwei Gigabyte Paket, weil das günstigste ist. 2 Gigabyte kosten irgendwie knapp 1,50 Euro und das dann nur für 7 Tage gültig ist. Aber dafür ist es halt sehr günstig und wir können dann halt einfach die 2 Gigabyte immer
tethern und sobald die leer sind oder aufgebraucht, machen wir wieder ein neues 2-Gigabyte-Paket. Also da haben wir vielleicht auch 30 Euro Kosten im Monat vielleicht, keine Ahnung, maximal, wenn überhaupt. Also es ist alles überschaubar hier auf den Philippinen von den Lebenshaltungskosten. Man kann, wenn man ein bisschen auf der Suche ist, sehr schöne Wohnungen finden. Es ist, wie gesagt, nicht Standard. Ich habe dir jetzt gerade, also am Anfang ja auch versprochen, dass ich ein bisschen so generell auf die Preise eingehe. Hier kann ich natürlich keine Verallgemeinerung treffen oder sagen, es kostet überall so viel. Wenn du zum Beispiel in Manila, in Makati bist, da ist natürlich viel teurer, ja, in der Innenstadt, in der Hauptstadt, als jetzt hier irgendwo auf dem Land oder wenn ich auf Negros mir irgendwo was hole, ja. Und was wir jetzt aber so herausgefunden haben, ist es, dass man so ab 3000 Pesos im Monat anfangen kann, ein Apartment zu bekommen oder ein kleines Zimmer in einem Haus bei jemandem. Da kann man dort übernachten, hat halt nur ein kleines Zimmer, wie ein WG-Zimmer könnte man so sagen. 3000 Pesos sind so circa zwischen 40 und 50 Euro, glaube ich. Also da fängt es an, wenn man wirklich richtig sparsam sein möchte. Und dann sind natürlich nach oben keine Grenzen gesetzt. Wir können uns hier richtige Villen holen mit Pool und allem möglichen, dann bist du halt über 1000 Euro im Monat. Aber so ein Haus hier, wie gesagt, so circa 400 Euro im Monat, das ist für die Filipinos sehr, sehr viel Geld, 25.000 Pesos im Monat. Und in Deutschland kriegst du dafür halt teilweise nur ein WG-Zimmer, ja. Wenn du halt irgendwie Student bist, ein bisschen in München oder so, oder in Berlin, und da zahlst du halt gerne auch mal 400 Euro für ein WG-Zimmer. Ja, ist schon ein krasser Unterschied. Das ist halt dieses Geo-Arbitrage, dass man halt mit einer starken Währung sein Geld verdienen kann, kann man halt in anderen Ländern damit sehr günstig leben, weil die Lebenshaltungskosten dort halt dementsprechend gering sind. Und die Philippinen sind halt so ein Land, dritte Weltland, wo die Menschen sehr wenig Geld verdienen, würde ich mal so sagen. Und wenn man hier als Europäer hinkommt und man hat ein Einkommen von 1000 Euro, 1500 Euro im Monat, kann man hier wirklich richtig, richtig gut leben. Und ja, wie gesagt, wir haben so 600 Euro Fixkosten im Monat aktuell. Und dann kommt halt alles andere noch on top, wenn wir abends rausgehen, wenn wir essen gehen, wenn wir uns ja auch unser Essen kaufen, ja, wir müssen auch Früchte und alles Mögliche kaufen. Also vielleicht bei 1000 Euro im Monat, die wir zu zweit hier ausgeben, zwischen 1000 und 1500 maximal. Aber dann leben wir richtig, richtig gut. Also dann gehen wir jeden Tag irgendwie essen oder so in ein sehr, sehr nobles Restaurant hier. Genau, also dass du mal so eine Vorstellung bekommst. Ich werde jetzt auch in Zukunft nochmal ein neues Video machen. Und zwar habe ich jetzt einen Weg herausgefunden, wie man auf den Philippinen nur noch mit Bitcoin leben kann. Total geil. Also man kann hier seine Steuer mit Bitcoin bezahlen, man kann die Stromrechnung, Wasserrechnung, alles kannst du mit Bitcoin bezahlen. Du kannst dir hier Bitcoin direkt auszahlen lassen, ohne dass du einen Bankaccount brauchst. Das geht alles über einen Dienstleister. Ich mache da ein extra Video drüber, das werde ich als nächstes veröffentlichen, wie das genau funktioniert. Dann werde ich diesen ganzen Prozess mal zeigen. Dementsprechend, wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere auf jeden Fall meinen Kanal und klicke auf das Glöckchen, dass du dann bei den nächsten Videos immer informiert wirst, wenn was Neues da ist. Ja, und wenn du noch Fragen haben solltest zu Immobilienpreise auf den Philippinen, kannst du das natürlich gerne in den Kommentar machen. Eins fällt mir jetzt gerade noch ein. Es ist so, dass man hier als Ausländer nicht Eigentum erwerben kann. Das geht leider nicht. Man muss das mit einem Filipino zusammen machen. Das ist für Ausländer verboten. Also es gibt da so ein paar Sachen, da kann man es machen. Wenn man zwischen Kondo kauft und das Grundstück gehört einem nicht und dann kauft man sich halt da ein Apartment, das geht. Also ein paar Ausnahmen gibt es, aber letztendlich kann man hier kein richtiges Eigentum erwerben. Das muss man über eine Corporation machen, die man hier registriert. Wenn du da Informationen brauchst, kann ich dir natürlich gerne weiterhelfen, wie man sowas rechtssicher oder richtig strukturiert, dass allen die Philippinos das nicht einfach so klauen können. Aber ich persönlich würde hier kein Eigentum erwerben auf den Philippinen, weil es halt einfach keine wirkliche Rechtssicherheit hier gibt und schon sehr, sehr viele Ausländer damit auf die Schnauze gefallen sind, würde ich mal so sagen. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, hier lieber das zu mieten. Es ist eine sehr, sehr schöne Wohnung, sehr hoher Standard, auch vergleichbar mit Deutschland für relativ wenig Geld. Damit sind wir zufrieden. Genau, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao!